Mehr Lamas, ne? Lamas, Schweine, Rinder, Ziegen. Machen wir Lamas draus dann. Oh Gott, ich bin Geld mehr. Okay. Oh, der hält diese scheiß Handel noch mit der Kohle. Präsidente, nach langer Suche haben wir den Kompass gefunden. Er befand sich in Ihrem Schrank hinter den Plänen für die Weltherrschaft neben der Rumflasche. Ich habe ihn unserem kurzsichtigsten Kapitän ausgeliehen, damit er nicht mehr nur nach Gehör segeln muss. Sehr schön. Ja, Forschung. Ja, Sozialismus und dann das da. Mann, jetzt auf in der Tasche. Ich direkt meine Staatsverschuldung wieder runter machen. Wenn die hier fertig gebaut ist, dann geht es das auch wieder locker wieder zum Geld zurück. Ja. Die Resistance und die französische Nation stehen in unserer Schuld. Und dein Geld. Und eine Highschool, oder? Perfekt. Interaktive Ausbildung. Oh Mann. Wenn wir sowas mal gehabt hätten. Was? Ein Kraftwerk. Ja, machen wir weiter von einem anderen. So, Moment. Erster Eingang. Ich mag diese Adriana nicht, Präsidente. Sie ist immer unfreundlich zu mir, beschimpft mich mit Wörtern wie dummer Affe und mag meine Pläne nicht. Selbst dann nicht, wenn sie funktionieren. Okay. Jetzt kommt erstmal Geld rein, das heißt, ich kann die Fischereihäfen bauen. Dein. Dein. So. Komm, jetzt importieren wir jetzt ein bisschen Geld hier rein. Das ist nicht gut. Sollte dann direkt wieder die Staatsanleihe aufnehmen. Scheiße. Präsidente, mir liegen Informationen vor, dass ein Weltkrieg bevorsteht. Wir müssen vorbereitet sein. Der Hohe Rat der Illuminaten bestimmt wie üblich per Los, wer beim Start des Weltkrieges sterben muss. Der Gewinner ist Franz Ferdinand, da würde ich darüber begeistert sein. Die Buchmacher nehmen Wetten an, der glücklich Attentäter sein wird, wir sollten auch daran teilnehmen. Los, schicke ich meine Freundin los. Meine Freundin, meine Nichte. Meine Nichte.
Das kommt mir noch. Weil die gerade da oben bauen. Klar. So, jetzt kann ich mein Geld rein. Das haben wir gebraucht. Und jetzt wird die Startverschwendung runter. Truppen von Isla Roja greifen ihr just unabhängig gewordenes Land. Okay. Man kann nichts bauen, sieht gut aus. Steht India aus der Handelsbeziehung raus? Nein. Ach, ich kann die rausholen einfach. Oh. Okay. Die Karren waren die Achsenmächte. Auch nicht. Da verliert ihr sogar Geld dabei. Wenn die mal arbeiten würden, meine Leute, würde auch alles funktionieren. Okay. Ist die Reichweite, das heißt, da oben die Lamafabrik hat keinen Strom. Okay. Franz Ferdinand reist nach Serbien. Alle möchte gern Attentäter müssen ihn erwischen, solange er dort ist. Okay. Der Orden hat seine Kontakte überall, Präsidente. Unser Mentor Lian Kane hat mich einigen zwielichtigen Typen... Hab gar kein Geld dafür, tut mir leid. Exportkette kam nicht an, ihr macht was falsch. So, jetzt haben wir Strom hier in der Stadt. Aufdruckdecken. Gut. Der Orden hat seine Kontakte überall, Präsident. Kann ich annehmen, kein Geld dafür. Da können wir $60 im Jahr sparen. Ach, da kommt Geld an. So. Wollen wir was verkaufen, was wir so gerade haben? Ach, die wollen ja nur importieren. Ich will nichts importieren. Eine Militärbasis sollte ich noch bauen. Lassen wir mal ab. Der ist aber lang, ne? Eine Botschaft soll ich bauen, war der Auftrag, genau. Ah.
Kamerad Präsidente, ich fürchte, dass die Ziele der Revolution gefährdet sind. Scheinbar glauben die... Okay, ein Baubüro. Kann ich mir eigentlich nicht leisten gerade. Egal. Oben. Fischbestände. Bin jetzt dran. Grüner Daumen. Erfinder. So, Gewerkschafter. Nee. Hauswirt. Genau. Die Kirche schicken wir einen grünen Daumen. Und in meine Tabakfabrik schicke ich in meine Alkoholfabrik. Ne, du bist schon mal drin. Ich schicke den hier rein, den Gewerkschaftler. Oh Mann, ich komme nicht weg. Ich will ja keine Häuser oder was? Kann ich mir nichts leisten. Warum brauchen wir auch überall nicht? Was soll ich jetzt machen? Auf was soll ich warten? Achso, Tischmanieren. Hab ich, glaube ich. Oh, hab ich nicht, nee. So. Hier sind unsere neuesten Forschungsergebnisse. Ausländische Diplomaten stimmen uns 45% häufiger zu, wenn unsere Diplomaten weniger oft furzen oder stinken. Wir fanden außerdem heraus, dass 33% aller ausländischen Diplomaten das Rülpsen zu Tische missbilligen und satte 95% gaben an, dass sie es als sehr negativ empfinden, wenn unsere Diplomaten nackt auf dem Tisch stehen und die Nationalhymne singen. Wer hätte das gedacht? Ja, wird daran geglaubt. Gütiger Himmel! Alliierte Diplomaten haben uns über die derzeitigen Kriegsbemühungen in Europa informiert. Als wären wir Wilde aus dem Dschungel, die keine internationalen Nachrichten verfolgen würden. Konservenfabrik. Okay. Eine Konservenfabrik soll ich bauen. Kaffee, Fisch und Ananas. Mhm. Und wo ist der Eingang? Ja. Kaffee. Zucker brauche ich, Tabak. Fix gut. Mais fix gut. So, da brauche ich noch eine Ananasplantage und eine Kaffeeplantage. Kaffee wächst hier oben gut und Ananas wachsen hier gut. Perfekt. So. Aber ich glaube, ich habe diese Folge irgendwann auf dem Weg mal gecuttet, weil sie doch zu lange geht. Das tut mir dann leid.
dass ich dann ohne Einleitung gecuttet habe, aber das ist zwar zu lang für eine Folge. Hat mir jetzt nicht aufgefallen? Exportieren wir mal wieder Bananen. So. Geben wir mal meine Staatsschulden zurück. So, jetzt haben wir ein Problem, wenn wir kein Geld haben. Na miese. Oh, das macht keinen Nachteil. Polizei? Ich grüße Sie! Nee. Mietskaserne. Na, so viel dazu. Die Tropikaner erwarten Wahlen für ja. Das nächste Jahr. Mich. So. Mal Geld. Sigmund Müller stricke mich an. Das finde ich nicht gut. Okay. Der Orden hat seine. So. Jetzt muss ich wohl doch die Militärbasis bauen hier irgendwo hin. Damit das irgendwie funktioniert. Oh ja, Handel, kann ich vielleicht neue Beziehungen aufbauen. Fleisch kaufen sie gut. Kaffee kaufen sie sehr gut. Ah. Ja, Fleischvertrag kaufen wir mal hier. Ein bisschen mehr Geld. Ja, ich meine, ich wollte die Staatsschulden ein bisschen erhöhen. So, da kommt ein bisschen Geld dran, hoffe ich. Und ein bisschen mehr Geld. Ananas. Oh stimmt, ich habe keinen Kaffee angebaut und Ananas. Ich bekomme ja Fleisch. Genau. Ziegen, Rinder. Irgendwelche Schweine anbauen. Ne, die mögen das auch nicht. Guter Freund, meine diplomatischen Kollegen wollen, dass wir die Dinge auf den Kopf stellen. Wir sollen uns mit den Alliierten verbünden und von den Achsenmächten lossagen. Okay. Mein Junge, wenn Sie diese Snobs in der Botschaft wie ich nicht mehr ertragen können, gibt es eine Alternative. Die Achsenmächte bieten uns viel Geld dafür, die Alliierten zum Teufel zu schicken. Ach, scheiß drauf. Guter Freund. Risiko. Meine Diplomat. Die Alliierten gehen aufs Ganze und rücken mit ihren Streitkräften gewaltig vor. Sie versicherten mir, dass noch zu unseren Lebzeiten Frieden herrschen wird. Okay. Guck mal, wir haben noch sehr gute Fahrzeuge hier. Armeen. Panzer. Okay. Komm, schafft er.
Ihr kämpft wie Waschlappen. Angriff! Wir werden es euch zeigen. Ja, Miniz gegen Panzer, das klappt. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten... Windy war schon ohne Manipulation. Wacker geschlagen, mein Freund. Die Achsenmächte haben mir schlaflose Nächte bereitet. Aber das heißt auch... 7000. Schemme. So. Präsident, es ist so heiß draußen, dass ich gesehen habe, wie sich zwei Palmen um einen Hund stritten. Oh. Das Wahlergebnis ist da. Okay, das heißt, wir müssen die Feuerwache ausbauen. Heiße Dürre. Bananen gehen noch. Anders gehen noch, aber... Plantagen sind nicht mal alle. Meine Zinsen zurückzahlen ein bisschen. Eine neue Quest. Mr. President, meine Analysen zeigen eine beunruhigende wirtschaftliche Entwicklung. Wenn die Krise eintritt, müssen die Reichsten die Zeche zahlen. Okay. Bonität um 1 erhöhen. Das kriegen wir hin. Brauchen nur ein bisschen mehr Geld. Tabak kann ich arbeiten, leider. Sieg, Präsidente! Mit Hilfe meiner patentierten Regentanztechnik konnte ich die Dürre in die Knie zwingen. Und es hat nur 5 Monate gedauert. Juhu! Regen rettet uns den Tag. Und dann kommt Geld rein, dass wir unsere Bonität erhöhen können. Mr. President, meine... So. Die Welt befindet sich im Krieg. Ich bin kein Experte, aber... Sitzen Sie 3 Kasernen. Eine dritte Kaserne soll ich bauen. Check. Fockdock klingt auch interessant, aber kann ich mir nicht leisten. Wenn ich wie eine Kaserne. Rolle Verbrecherfürst. Okay. Was machen wir jetzt dagegen? Wer weiß. Highschool besucht, oder? Da kommt Geld rein. Schön. Team Burger, Geld. Damit können wir leben. Das klingt gut. Und eine Kaserne leisten jetzt, würde ich sagen. Hier oben am Transportbüro. Oh Mann, es ist lange gedauert, Bananen zu exportieren, finde ich krass. Unsere tapferen Soldaten. Das verbessert sogar, ne? Ja. Menschen übrig dafür?
Und eine andere Truppe hier oben auch. Observatorium. Hm. Und der auch wieder ein Problem. Wir ein paar Bananen exportieren. Aus unserer Bananenrepublik heraus. Sind heulende Höllenhunde, Präsident. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Oh Gott. Okay, wir müssen mit den... Was können wir machen? Alle Bürger gewinne ich besser. Kannst du einfach verbessern? Nee. Nee, Maschinengewehr drauf, das ist zu teuer. Ein Diplomat der Alliierten lag mir in den Ohren. Tropico soll an einer großen Offensive, Gegenoffensive oder Flucht teilnehmen. Unklar, was genau er meinte. Kriegprüfe nach beenden. Dann geht mal los. Ich hoffe ja, dass die Achsenmächte bei mir nicht einfallen, aber ich habe auch keinen Weg, die jetzt gerade zu verbessern. Hier kriegst Schiffe? Ne, es sind keine Schiffe. Halt unsere überhaupt nicht. Tapferen Männer sind aus der Schlacht zurückgekehrt. Sie haben sie zwar verloren, doch das konnte ihre Tropika. Hat wenigstens unsere Beziehung verbessert. Präsident, stoppen Sie die Forschungen auf der Stelle, sonst entdecken Sie noch den Sozialismus. Jeder weiß, dass der nichts taugt. Wir sollten unsere kapitalistische Vetternwirtschaft nicht so leicht aufgeben. Das ist nach wie vor die beste Regierungsform. Klingt gut. Okay. Warte, wie weit kommen wir denn hier? Zack, halt der Krieg, halt der Krieg, halt der Krieg, Neuzeit. Oh Gott. Zollamt. Ah, deswegen soll ich Observatorium bauen. Komme ich nicht hoch, ne? Wo können wir es leisten, würde ich sagen. Nur halt nicht hier hoch. Auf jeden Fall Waffenstisch dann auch nicht mehr. 6 Monate noch. Und eine Militärbasis zur Sicherheit. Dann gucken wir mal, was passiert. Jetzt, wo es endlich das neue Observatorium gibt, hoffe ich, dass mein Horoskop etwas zutreffender wird. Nicht falsch verstehen, liebe Astrologen, aber die letzten 20 Mal, an denen ich die Liebe... Unsere tapferen Soldaten kämpfen... Okay. Zigarren exportieren, das machen wir eh schon. Man kann den Strom einbauen quasi, ne? Die Bürger kamen an.
Dann baut man schnell das Ding da fertig. Wo der Krieg losgeht. So. Wir sollten eigentlich mit gar nichts hier ankommen. Der Orden kann Ihnen keine Zeit mehr kaufen, Präsidente. Wie es Lian Kane vorhersah, werden schon bald die Invasoren... Okay. Boah, das ist ja gar nichts. Meine Mietstruppen. Erwarte Ihre Befehle. Der Krieg ist die Hölle. Na komm, bitte schafft das. Wir sind ja überzahlbar, massiv. Cheerio, alte Junge. Die Stimmung in den USA ist an einem Tiefpunkt angelangt. Horrible. Wenn ich eins nicht ertragen kann, dann die Traurigkeit. Ah, schaff mal locker. Gemeinsam mit Adriana haben sie die Möchtegern-Eroberer vernichtet. Ihr Zusammenspiel war schön anzusehen. Ja, die Delmaro. Okay. So, das war's dann. Das waren jetzt wahrscheinlich 2 Folgen. Das tut mir leid, aber es ging nicht besser. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und einen Knopf hin zum Ausschalten.